Einen wunderschönen guten Tag miteinander. Es ist mal wieder Montag und ich wünsche euch jetzt schon mal eine erfolgreiche Woche. Ich hoffe, das Wochenende war süffig und schön. Nun, ich habe mir wieder auf meinen wunderbaren Zettelchen hier zahlreiche Themen draufgeschrieben, die ihr fast alle angeregt habt in der Instagram-Fragerunde. Also für die, die sich fragen, wie kann man eigentlich diese Fragen stellen, das ist jeden Sonntag oder Montagmorgen auf Instagram in der Fragerunde. Übrigens, demnächst gibt es da auch eine Fragerunde für das nächste 6-Fragen-Video. Das wird mit dem Schänder stattfinden. Das wurde sich auch zahlreich gewünscht. Es werden auch in Zukunft, wenn das wieder gut ankommt, weitere Gäste kommen, wenn die drauf Bock haben. Das mit dem Onkel kam mir auch gut an. Ja, das erschien übrigens auf dem Zweitkanal Max Adlerson für die Leute, die sich wundern. Ja, wieso hier in der Woche nur 5 Videos kommen? Auf dem Zweitkanal kommen auch nochmal ungefähr 5 die Woche. Gut, fangen wir mal an mit den Themen. Und zwar Montana Black zieht sich zurück. Er ist in einer schweren Zeit. Es geht ihm so schlecht wie noch nie. Jetzt wird natürlich gemutmaßt, woran liegt's? Wir hoffen alle, es liegt nicht an familiären Umständen oder ähnlichen Verlusten. Also das sollte man auch niemandem wünschen. Ich habe auch viele Kommentare gesehen, die sozusagen sagen, ja, das geschieht ihm recht mit seinem Scam, bla bla. Ja, Leute, Mensch, wir sind alle nur Menschen und Menschen machen Fehler. Manche können auf eine Art und Weise die Fehler eingestehen, manche eher schlecht. Sei doch mal nicht so mies da. Was, das ist meine Meinung. Also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass man deswegen jemandem was Schlechtes wünschen sollte. Und ich denke nicht, dass es um solche Sachen geht. Weil der eine Anzeige deswegen bekommt oder wenn der viel Geld eingebüßt hat, würde der, glaube ich, nicht so eine Pause machen. Das wird schon was Schlimmeres sein, denke ich mal. Naja. Und dass er bald wiederkommt. Das wäre ja wirklich ein großer Verlust an unserem wundervollen Twitch- und YouTube-Himmel. Nun, jetzt wollten auch viele wissen, was ist im Nachhinein meine Meinung zu diesem Boxkampf. Also erstmal, ich werde nach dem Video hier fett einkaufen gehen, auf Nacken von meiner Kampfansage, die ich wütend gemacht habe. Hole ich mir erstmal feinstes Fleisch. Das könnt ihr wissen, Alter, da wird richtig schnabuliert. 60.000 Aufrufe auf Nacken von diesem Dünnschiss, das macht mich so spitz. Ja, es fehlen aber noch zum Glück fast 15.000 Likes, bis ich Commander Krieger entgegenstehen muss. Da bin ich echt sehr froh. Puh, ich dachte schon, das wird geknackt, Junge. Der Mann würde mich zusammenboxen. Ja, ich habe getippt, dass KS-Freak gewinnt gegen ApoRed. ApoRed hat gewonnen, okay. Beide haben sich aber überraschend gut angestellt. Ich hätte nicht gedacht, dass die da wirklich so, ja, so zugehen. Die Nase von ApoRed am Ende, das hat mich so geil gemacht. Und der zweite Kampf war ja krank. Also ich wusste nicht, dass 20 Kilo Unterschied und so ein Größenunterschied sind zwischen Leon und Stani. Und ja, der Mann hat den Mann einfach zusammengeboxt. Der ist dort rein. Diese Schritte, bam, bam. Es war wirklich schön anzusehen. Also im Nachhinein muss ich sagen, das Warten hat sich gelohnt und die Kämpfe waren geil. Jetzt fragen wir uns alle, Marvin California hat zu dem Thema auch schon ein Video gemacht, kann ich empfehlen. Gibt es sowas endlich mal im Deutschrap-Bereich? Gibt es das endlich mal? Flair gegen Bones zum Beispiel, Bösemann gegen Kolja Goldstein, so viele Leute, die mit Kämpfen gedroht haben, Synergy, gegen wen hatten Synergy, weiß ich gar nicht mehr. So viele Leute. Das wäre ein Event, Alter. Zieht das mal endlich durch, nicht nur Twitter und Instagram Story Beef, sondern mal richtiges Dings. Ihr habt es ja gesehen, 750.000 Leute haben zugeschaut. Ich bitte darum, dass die Deutschrap-Szene das mal nachmacht. Wäre schön. Ja, und ich wurde auch gefragt, gegen wen ich denn so kämpfen würde. Wenn ich die Chance hätte. Ja, da habe ich mir einige Namen aufgeschrieben. Und zwar, fangen wir an mit Karl Lauterbach. Dann Marvin, also Marvin Wildhage. Maxim Neuss. Clemens Alive. Umut Jarak. ABK. Und KuchenTV. Das wären so Leute, wo ich denke, die wiegen ungefähr so viel wie ich. Sind ähnlich groß. Und ja, würde mich freuen, wenn einer oder mehrere dieser Kämpfe eines Tages mal in Erfüllung gehen würden. Gegen wen würdet ihr mich gerne boxen sehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wobei ich eigentlich gar nicht so gerne boxen würde. Ich würde lieber, also wenn ich es aussuchen dürfte, MMA, ganz normal. Ganz normal nach MMA-Regeln. Natürlich auch mit Schutzhelm und so. Das, ja. Aber das wäre meine Wahl, weil Bodenkampf und so, finde ich, sollte da mit drin sein und so. Also Beine und Bodenkampf. Weil nur Boxen ist nicht so mein Ding. War zwar interessant anzusehen, aber ich mag das nicht so. Jo, welche Hobbys hattest du in deiner Kindheit? Da wurde ich gefragt. Auch eine interessante Frage. Welche Hobby, also was wirklich meine Leidenschaft war, ich hatte damals eine große Sammlung an Autos, also an Modellautos. Die existiert immer noch, aber es ist keine Möglichkeit, die unterzubringen. Wenn ich irgendwann mal ein Haus mit vielen Zimmern habe, dann wird das sich ändern.
Das wird aber wahrscheinlich nicht der Fall sein, deswegen befinden die sich bei meinem lieben Fadi im Keller. Ja, das war so ein bisschen mein Ding, für was ich immer was gemacht habe, ein bisschen Geld dazu zu verdienen, um die zu kaufen. Dann, als ich ein bisschen älter wurde, war es auf jeden Fall dieses eBay-Kleinanzeigen-Business und dann habe ich auch langsam angefangen hier mit YouTube und so, wo ich 15 war ungefähr. 14, 15 habe ich langsam angefangen, so ein paar Videos zu machen. Die meisten habe ich davon gar nicht hochgeladen, aber so, das fand ich schon immer geil. Ja, vorher war ich in wie nennt man das, im Schachclub, Schach AG oder so und habe Handball gespielt im Verein so eine Weile, aber das waren nie wirklich Sachen, die mich erfüllt haben. Muss ich sagen, es gab halt damals so zwei, drei Sachen zur Auswahl und dafür haben wir uns dann entschieden. Also, ja, die meisten Sachen, die ich wirklich gerne gemacht habe, waren so Unternehmungen mit Familie, mit dem Vater, mit dem Onkel vor allem. Wir sind immer zelten gegangen, wandern gegangen und sowas. Das war geil, sag ich mal so. Aber dieses Schach und Handball, das hat mich zum Beispiel nicht erfüllt. Ja, ich habe mir dann relativ schnell meine eigenen Hobbys gesucht, aber das war halt dann schon in der Jugendzeit. Ja, Kindheit habe ich eigentlich das meiste mit der Familie gemacht. Ja, ja, dann geht's zum Thema Drache findet keine Wohnung. Also das ist wirklich krank. Der Mann wird ja dort niemals ausziehen, weil die ja irgendwie, also wie ich das mitbekommen habe, haben die ja ausgemacht, also der Lord mit der Gemeinde, der muss erst eine Wohnung gefunden haben, beziehungsweise irgendwie bekommen haben. Vorher muss er nicht sein Haus verlassen. Aber er wird niemals eine Wohnung bekommen. Aus selbstverständlichen Gründen, denke ich mal. Und deswegen wird der Mann noch dort wohnen bleiben, denke ich mal, bis dann seine Zwangsverlegung in eine Zelle wahrscheinlich stattfinden wird. Oder, falls das nicht geschieht, aus wahnsinnigen Gründen, wird der Mann wohl in seinem geräumigen Auto wohnen. Deswegen auch der Ford Blue. Das macht Sinn. Und ich wurde noch gefragt, ob ich am 23. März zur Verhandlung dabei bin. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist doch, glaube ich, wieder in Nürnberg und das Spektakel würde ich mir eigentlich ungern entgehen lassen. Also, wer auch da Bock hat, oh, kann man sich dann noch mal vielleicht sehen. Keine Ahnung. Und das würde ich mir natürlich gerne anschauen. Beim letzten Mal konnte ich auf jeden Fall nicht, aber am 23. März kann ich. Das ist ein Mittwoch. Und ja, wir sind ja alle arbeitslose Studenten. Das ist wirklich ein Ereignis, was man vielleicht nicht verpassen sollte. Ja. So, hast du eine Serienempfehlung? Zu dem Thema will ich auf dem Zweitkanal demnächst mein eigenes Video machen. Habe ich mir schon ein Skript geschrieben, habe ich 15 Serien oder so habe ich zu empfehlen, die ich in den letzten Jahren geschaut habe. Was ist mit deiner Februar-Challenge? Warum kam da jetzt nichts? Achso, ja, und dann das Video über das Koffein, das kommt sehr zeitnah. Ich habe das versemmelt, ich habe das komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das kommt wirklich sehr, sehr zeitnah. Ich hab das auch schon fertig geschrieben und so, was ich machen will. Ich weiß auch nie. Habe ich aber vergessen, muss ich gestehen. Und die Februar-Challenge wurde leider unterbrochen durch meine Woche krank durch SARS. Das ist aber kein Problem, weil ich werde im März einfach zwei Sachen parallel machen. Also, ja, da habe ich zwei Challenges parallel, die sich nicht gegenseitig irgendwie ausbremsen. Deswegen ist das kein Problem. Mache ich halt zwei Sachen gleichzeitig. Aber es bringt jetzt nichts, die letzte Februarwoche noch anzufangen, finde ich. So, was ist deine Lieblingsmarke? Ich gehe mal davon aus, dass Klamotten gemeint waren bei dieser Frage. Selbstverständlich Fund Angels. Was ist das für eine Frage, Bre? Und hörst du gerne deine eigene Musik? Wenn das jemand im Auto anmacht, hasse ich das. Oder so. Oder wenn das in einer Playlist irgendwie kommt, dann das gebe ich das natürlich sofort. Weil seine eigenen Songs hat man so unfassbar oft gehört beim Aufnehmen, beim Musikvideo aufnehmen, beim Musikvideo schneiden und dann im Nachhinein. Also wirklich, ein Künstler, der seinen eigenen Song rausbringt, hat den in der Regel mindestens 20 Mal gehört und dann im Nachhinein, nach ein paar Jahren, tot gehört. Also mir geht es jedenfalls so. Ich kann zum Beispiel aber die Songs vom Schänder so oft hören wie möglich. Die feiere ich immer noch. Also das ist was ganz anderes. Wenn das irgendwie von mir selbst ist, meine eigene Stimme ist, dann fuckt mich das irgendwie ab. Komisch zu beschreiben. Außer ich bin irgendwo im Club. Stimmung ist gut und der DJ hat uns erkannt und spielt Ringer Arnus oder so. Das ist immer lustig, weil ich finde es immer geil, wenn die Leute drauf abgehen. Die schreien dann immer alle Ringer Arnus und das feiere ich dann. Obwohl es irgendwie auch ein bisschen cringe ist, dann so seine eigene Musik im Club zu hören. Aber ja, ist schwierig zu beschreiben. Ja, Frage ist beantwortet, Itzela. So, jetzt kommen wir zu den wichtigeren Themen heute.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich wegen Ihrer eBay Kleinanzeige, dem Laptop. Ist das gute Stück, ist das gute Stück noch zu haben? Ja, ja, bis jetzt noch, ja. Jetzt muss man schon nachfragen, aber... Wäre es möglich, auf dem guten Stück Bitcoins zu meinen? Nein. Nein? Nein. Was könnte man denn meinen auf dem guten Stück? Wie meinen Sie jetzt meinen? Ich nehme nur Cash. Wie bitte? Ich nehme nur Cash. Nee, nein, ich möchte nicht in Kryptowährung bezahlen. Ich war nur gerade sehr amüsiert, weil Sie meine eigene Pointe mir schon vorausnahmen. Okay. Also bares Geld. Ja, wenn's, oder PayPal. Oh, ich wurde leider bei PayPal gesperrt, weil die Leute damals immer bei den Spenden im Livestream schlimme Dinge reingeschrieben haben. Also die haben da immer so reingeschrieben, zum Beispiel, ja, dass die 3 Euro sind jetzt hier für die 5 Kilo Eselcode oder so. Ja, da waren natürlich noch schlimmere Sachen, die ich jetzt nicht zitieren kann. Und da haben die mich dann dafür gesperrt, 2017. Das ist kein Witz? Hallo? Hallo? Hallo, sind Sie noch dran? Ja, ja, jetzt bin ich wieder da. Hallo? Ist ein bahnbrechender Zwischenfall gerade? Nein, nein, selbstlich. Ich habe gerade Kunden, deswegen ist im Moment etwas schwierig. Ach so, bin ich in einem Freudenhaus? Nein. Nein, das ist sehr schade. Ich bin an der Arbeit, ich muss auch noch arbeiten. Ja, Gott segne Sie, ich bin auch gerade bei der Arbeit, wie man es nimmt. Naja, dann würde ich Sie ungern weiter belästigen. Das hat mich wirklich erfreut, das Gespräch. Alles klar, okay. Ich werde von Ihrer Stimme träumen. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, dann entweder das oder das. Ich habe großes Interesse, aber leider nicht an dem Produkt. Ach so, ja, dann okay. Alles klar. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Ebenso. Danke, ja, Bruder. Junge, Alter, mein Gehirn ist ein Chinchilla.